Club vom Simmosack. Ein paar Tage nichts gehört, muss ein bisschen arbeiten nebenbei. Aber heute geht's wieder los und zwar Neuigkeiten vom Simmosack Classic Bus Tours. Also, hier ist eine Verstärkung gekommen aus Berlin. Von den Berliner Verkehrsbetrieben konnte ich günstig gebraucht erwerben diesen Mercedes O405N. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen vorbereiten für unsere Simmosack Classic Tours. Da müssen noch die entsprechenden Beschriftungen drauf. Dann kann dieses Fahrzeug auch bei uns im Fuhrpark mitfahren. Der steht hier auch auf unserer Ausgangsposition an unserem neuen Betriebshof. Aber das war noch nicht alles. Und zwar die Halle. Die Halle hat noch kein Dach. Habe ich noch nichts gefunden, aber ich bin auf der Suche. Aber bei der Gelegenheit, als ich in Berlin war, konnte ich günstig noch ein weiteres Fahrzeug gebraucht erwerben. Und zwar dieses hier. Hierbei handelt es sich um einen Toyota Geländewagen. Genauere Einzelheiten habe ich noch gar nicht zu diesem Fahrzeug. Ich meine, dieses Modell wäre so in Europa gar nicht verkauft worden, aber da könnt ihr mich gerne korrigieren. Bei diesem Geländewagen gibt es allerdings für den Simmosack ein kleines Problemchen. Es ist nämlich ein Schaltwagen und deswegen kann ich ihn leider noch nicht fahren. Das heißt, mit der Tastatur könnte man ihn fahren, aber der Simmosack ist schlicht und ergreifend zu blöd, mit Tastatur und Schaltwagen zu fahren. Das ist eine ziemlich knibbelige Angelegenheit. Das muss geändert werden, da brauche ich eine Lösung. Entweder ich muss ein bisschen rummodden und daraus eine Automatik machen. Ist aber gar nicht so einfach. Ich habe da schon in Skripten rumgearbeitet, hat bis jetzt noch nicht funktioniert, ist aber wirklich, wie ich finde, auch eines von diesen Fahrzeugen, die eine Menge Abwechslung bringen auf den OMSI Maps. Und insofern, ja, Download-Link, wenn ich kann, wenn ich darf, wenn das funktioniert, schreibe ich ihn in die Beschreibung rein. Die Erbauer haben sich so allerhand Gimmicks einfallen lassen. Hier kann man so ein Dachbauteil drauf bringen. Mit einem Klick, glaube ich, hier. Fahrzeug wechseln? Nein. Man kann doch irgendwie das Ding auch wieder abmontieren, was ich hier aufs Dach gebastelt habe. Fahrzeug? Ja, will ich. Bin ich an dem Fahrzeug? Ja, durch Anklicken kann man das wieder wegmachen. Auch die Fähnchen kann man wieder wegmachen. Das funktioniert. Ja, das Fahrzeug selber. Bin ich hier auch schon ein Stück gefahren über Tastatur von einem Spawnpunkt in die, ja, ins Mauerwerk der neuen Halle rein. Aber so richtig übers Gelände fahren kann ich mit diesem Auto leider noch nicht. Da fehlt mir noch halt eben, wie gesagt, Scripting oder ein anderes Lenkrad. Offen gestanden, für ein anderes Lenkrad bin ich zu geizig. Insofern wird man wohl scripten müssen. Was kann das gute Ding? Eine Menge, muss ich sagen. Und im Vergleich zu anderen Fahrzeugen ist das hier mal von den Texturen eine ganz tolle Sache geworden. Also von der Qualität her und von der Machart her wesentlich besser als die anderen Fahrzeuge. Auch besser eigentlich als diese Werkstattwagen oder die S-Klasse, die ich schon mal hatte. Habe ich oben eingeblendet, das S-Klasse-Video. Hier ist echt mehr zu machen. Und es ist auch wirklich in der Machart besser gelungen. Witzig ist vielleicht noch, wenn man, ich glaube, hier auf dem Beifahrersitz sitzt, kann man dahinter sitzen? Ja. Dann kann man hier den Würfel und das Wunderbäumchen anklicken, die hängen dann am Spiegel. Witzig gemacht. Wunderbäumchen und Würfel brauchen wir nicht. Ja, Radiobedienteil haben wir drin, können wir außen einschalten. Hier können wir das Gebläse auf Automatik stellen. Ganz nett gemacht. Und das Auto lässt sich wohl auch ganz normal starten. Auch hier der Einschaltsound von der Elektrik. Ich mache das nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass das Original ist und nicht einfach vom Bus übernommen wurde. Auch Motorgeräusch. Ziemlich cool gemacht. Also dieses Fahrzeugmodell lohnt entweder, dass man es mal ordentlich moddet, damit man es mit einem normalen Lenkrad, also normal ohne Kupplungspedal fahren kann. Oder muss da sich ein Lenkrad anschaffen. Aber das Fahrzeug hat noch mehr zu bieten. Und zwar unter der Motorhaube steckt hier ein bulliger V8 Motor. Ich würde mal davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Dieselmotor handelt, weil man hier in der Grafik überhaupt keine Zündanlage oder ähnliches sieht. Ist schon toll nachgebildet.
Also Chapeau. Wenn wir hier mal durch den Kühlergrill fahren, dann kommen wir auch noch zu Keilriemen und Riementrieb bei diesem Auto. Also da haben die Modder und Entwickler mal richtig Gas gegeben. Wie ihr an dem Kennzeichen seht, Osteuropa, also Russland. Tolles Modell, Chapeau. Klasse gemacht. Wie gesagt, kommt des Öfteren jetzt auch auf dem Channel hier vom Simosack bei den Simosack klassischen Bustours. Ja, was ist noch gewesen? Interessant war vielleicht noch an diesem Fahrzeug, als ich es in Berlin gekauft habe und mit dem Mercedes-Bus mitgebracht habe, im Handschuhfach lag ein, wie viel Tür nicht zu hier? Irgendwie wohl nicht. Im Handschuhfach lag tatsächlich ein Funkscanner. Naja, und mit diesem Funkscanner habe ich ein bisschen rumgespielt, aber dazu gleich noch mehr. Wie gesagt, in einem der nächsten Folgen hoffe ich, dass wir mit diesem Toyota eine ausführlichere Fahrt machen können. Ausführlicher heißt wirklich auch gut auf der Map einsetzen können. Gegebenenfalls mit einem Lenkrad mit Kupplungspedal. Aber das war immer noch nicht alles von den Neuigkeiten auf der Map vom Simosack. Ich habe noch etwas für den Busbetrieb angeschafft. Und zwar konnte ich aus den Beständen der Freiwilligen Feuerwehr Ruhrau einen Sprinter ergattern. Ja, schaut mal, da habe ich mir einen solchen Sprinter noch zugelegt. Von der Freiwilligen Feuerwehr Ruhrau. Die haben damit wohl ihre Mannschaftskameraden transportiert. Signaleinrichtungen sind schon abgebaut worden. Aber er ist noch so beschriftet. Vielleicht lasst die Beschriftung so drauf. Feuerwehr Ruhrau. Oder vielleicht setzen wir ihn auch ein parallel noch für die Simosack Classic Bus Tours. Müssen wir mal gucken. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, hatte ich ja auf der Map Ruhrau, ich glaube auf der Linie 165, am Straßenrand einen Wohnwagen gefunden. Ja, und das Ding habe ich mir auch gleich zugelegt, denn solange ich hier noch kein Gebäude habe, in dem ich mich aufhalten kann und meine Halle noch kein Dach über dem Kopf hat, habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich mir diesen Wohnwagen zulegen. Ja, also das ist im Moment auf diesem kurzen Video erst einmal das Neue, was wir hier auf der Ruhrau V2 haben. Eigentlich die Version Simosack in privater Arbeit entstanden. Aber mal gucken, was wir mit dem Toyota machen. Und wir schauen mal, was es mit dem Handscanner auf sich hat. Ob es da nicht noch Möglichkeiten gibt, mal hier ein wenig in den Funkverkehr von Ruhrau reinzulauschen. Na klar, Funkverkehr für Behörden mit Sicherheitsaufgaben sind nichts für Privatgebrauch, aber wir befinden uns hier in einer Szenerie, in einer wunderbaren Fiktion auf der wunderbaren Map Ruhrau. Hier neben habe ich übrigens auch bekannt aus den ersten beiden Teilen den O321 geparkt. Der kommt auch wieder zum Einsatz. Also, liebe Leute, dranbleiben beim Simosack, Kanal abonnieren. Hier geht es weiter, hier wird gebaut, hier gibt es Neuigkeiten zu sehen. Irgendwann kriegt die Halle ein Dach und irgendwann bekommt dieser Bus ein spezielles Layout. Und zu dem speziellen Layout muss ich jetzt schon sagen, da gibt es eine ganz, ganz, ganz bestimmte Idee. Ich muss aber erst noch nachfragen, denn dieser O405, den ich hier günstig aus Berlin geschossen habe, für unsere Simosack Classic Bus Tours, der soll eine ganz besondere Beschriftung kriegen. Und zwar, naja, lasst euch überraschen, da gibt es einen realen Busfahrer, der im nordöstlichen Ruhrgebiet unterwegs ist. Sein Vorname ist Mehmet und die Fans kennen ihn schon ganz genau. Aber ich muss ihn erstmal fragen. Und dann könnte es sein, dass es hier ein ganz besonderes Layout für diesen alten Mercedes O405 gibt. Also nochmal der Hinweis, lasst den Simulacken-Like da, macht ein Abo klar, vergesst nicht die Glocke zu klicken, da werdet ihr auch informiert, wenn es ein neues Video gibt vom Simosack, von der privaten Umgestaltung der Map Ruhrau, dann gibt es Neues zu erzählen zu unserem Sprinter Feuerwehr, Stichwort Scanner im Handschuhfach, zu unserem O321 und natürlich wollen wir auch dann irgendwann einmal den fantastischen Toyota im Einsatz sehen.
Aber bis es soweit ist, wird es noch ein Augenblick dauern. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.